Hallo und herzlich willkommen bei der Mission Moral Fiber. Also, es geht hier um, das werden wir gleich herausfinden. Wir haben ja letztes Mal den Flughafen erobert, unter enormen Verlusten. Und dieses Mal sollen wir vorrücken, AAF platt machen und dabei die Hauptstadt Pyrgos einnehmen. Hauptstadt, Capital City. Gut, ich dachte jetzt eigentlich, dass Kavala die Hauptstadt sei von Altus, aber gut. So, wir sind irgendwo, Moment. Also wir sind Carrie, wir sind erstmal nicht ein Anführer, wir sind nur Mitläufer. So, Yankee ist da und wir sollen wohl dort so eine Art Konvoi bilden, nach Süden vorrücken und etwas platt machen. Okay, gut, okay, dann mache ich mal eben meine Ausrüstung schick. Ich nehme mal das MK18 heute, Pistole lasse ich auch zu Hause. Ja, erstmal meinen ganzen Krempel hier rausschmeißen. Schmeiß. So, das behalten wir. Und das MK18 mit einem schicken, ja, DMS-Visier. Es ist mal ein bisschen stupide, aber mal sehen. Vielleicht lohnt sich das ja in dieser Mission richtig. Ja, das war's dann eigentlich für mich. Und ja, sonst ist ja, sehe ich ja auch nichts mehr. Okay, ja. Das sind die Basics, vielleicht der PCML, ja, ich denke, den behalte ich mal. Und Raketen dafür, einige. Also ich will nicht wieder auf irgendwelche Panzer treffen und dann mit einer halbtoten Panzer, mit Luftabwehrstellung, die dann aufhalten müssen, da habe ich keine Lust zu. Okay, und dann Pyrgas einnehmen. Alles klar. Tja, jemand in den Kommentaren hat geschrieben, dass die Missionen von Arma 3 bislang nicht so wirklich Story-Charakter haben und dass sie wirklich mehr an Einzelmissionen erinnern und, naja, also ich kann jetzt nicht sagen, ob das jetzt in der Normalversion später besser wird, ob dann auch welche Zwischensequenzen zu kommen. Artillery engaging priority targets in the vicinity of Point Gamma. Move to your designated objective and stand by. Out. Oha. Okay, aber das, was wir jetzt hier gerade sehen, das ist eigentlich alles, was die Story so ein bisschen begleitet. Es ist ein bisschen schade, finde ich. Also man muss sich das meiste so halt aus den Missionsbeschreibungen rausziehen und dann irgendwo versuchen, den Krieg nachzuerleben, damit das Ganze glaubhaft wirkt. Das war irgendwie in der ersten Episode von der Kampagne ein bisschen besser. Aber egal, so. Wir sind jetzt mit dem Hunter unterwegs, schick, und vor uns ein Marshall. Ich glaube, den Abschluss bildet auch ein Marshall. Und mehr Außenspiegel konnten sie wohl nicht anbringen. Und vier Mann hier drin. Alles klar. Früher hätten sie wohl in so ein Auto 30 untergebracht. Und jetzt rücken wir vor. Also, wie gesagt, das könnte sein, dass das in der Normalversion später ein bisschen anders aussieht mit den Missionen und den Zusammenhängen. Ich würde es mir zumindest begrüßen. So, wir ziehen jetzt hier nach Süden. An der Tankstelle vorbei. Oder sind wir daran schon vorbei? Ja. Jetzt nach Osten und dann müssen wir ja gleich rechts wieder abbiegen, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, wir nehmen jetzt nicht den direkten Weg, sondern so eine Art kleiner Umweg und fällt euch was auf? Also, der Drehzahlmesser hier. Ja, das nenne ich, was? Das ist ein toller Fahrer, ne? Der macht das richtig gut. Crossroads to Nomad. Message. Noch zwei Kilometer und wir brauchen neues Getriebe. Go ahead, Crossroads. The investigation into the Stratus incident has been closed. NATO Medcom has finally confirmed the identity of Captain Miller. Over. Confirmed? Confirmed as what, sir? Listen, Nomad. The details go way beyond your pay grade. Suffice to say, Command wants you to remain on active duty. Wieso erzählt ihr mir das dann? Was ist das denn für ein Hintern? Also wir wissen jetzt, wer dein Freund ist, der dich lebend durch Status gebracht hat. Aber wir sagen es dir nicht. Dafür bist du nicht gut genug bezahlt. Nee. Enemy contact. Vehicle, 12 o'clock. Okay, es geht los. Open up. Disembark. Shit. Disembark. Protect the vehicle. Scheiße nochmal, ich weiß nicht, wo ich hier nicht schießen soll. So, rechts noch Kontakt, ja. Possible enemy presence at Yankee. Acknowledge. Copy that, Bravo
has flank secure. Lock it down and proceed to Yankee. Out. Also wenn jetzt jemand nachher behauptet, das sei eine schlechte Spielweise oder ein schlechtes Vorgehen von mir gewesen, der kann sich fast in die Haare schmieren. Das war nämlich sehr amerikanisch. Mann, wo ist denn der Gegner? Irgendwo da. Oder nicht? Es kommuniziert auch keiner mit mir, ne? Das ist ja jetzt schlimmer als auf dem Public-Server. Also wir sind da und wir sollen hier erstmal die Fahrzeuge sichern, oder was? Also ich schätze mal, auf den anderen Schwierigkeitsgraden, wenn man weiß, wo der eigene Chef ist oder wo man hin soll, dann ist das ein bisschen einfacher. Aber hier, ich glaube, die Entwickler haben die Kampagne dafür gedacht, dass man eben diese Hinweissymbole hat und... Ja. Okay. Right. Alles klar. Oder auch nicht. Den Scheiß hier, aber echt. Also wir wurden von irgendwas angegriffen. Ja, und die sind irgendwo da hinten, genau. Und das sind wohl AAF-Truppen, okay. Target down. Ja. Nichts zu sehen. Das sieht ja schick aus, das Feuer. Wie ich schon erwähnt habe, die Mods, die ich nutze, also wenn man von Fernglas auf Waffe umschaltet, ey. Okay. Die gehören wohl zu meinem Team. Serpent! Move to the road. Lay down some cover fire. On it, Bravo 2-3. Kann das sein, dass die beiden mir irgendwie All folgen? Right. Stay low. Keep sharp. We're moving on Yankee now. Let's go! Secure warehouses. Wo sind die denn? Wo bin ich denn? Also ich bin irgendwo... Moment, Gamma... Ja, weiß ich, wo ich bin. Mann, stelle ich mich jetzt gerade blöd an. Ich soll jetzt... Wo ist mein Chef? Wo ist mein Boss? Crossroads, this is Charlie 2-3. We're advancing on Pyrgos. Die beiden hier sind überhaupt keine Hilfe. Copy that, Charlie 2-3. Also ich muss erstmal zurück zu den Fahrzeugen, denke ich. Ja, Fahrzeuge. Fahrzeuge. Form on me. Fahrzeuge, Fahrzeuge, irgendwo. Da, Enemy! Genau. Martinez! Fire at the medic, right up ahead. Medic, 75 meters, front! Scratch one! What the fuck? Schon wieder dieses komische... So. Crossroads to all call signs. Be advised. We've just experienced an earthquake. Copy that, Crossroads. Listen up. Command reports seismic activity in their AO. Schnalle ich jetzt nicht. Also das halten sind Freunde auf jeden Fall. So, das sind dann wohl die Warenhäuser, die ich einnehmen sollte. Meine beiden Helfershelfer sind da hinten. Super Hilfe. Enemy! Give it! Engage that man! Target down! Okay. Was haben wir denn hier? War dann wohl so eine Art Zentrale. Aha. Ja, Munition und dergleichen brauche ich alles nicht. Okay, ich denke, das ist mein Chef. Sieht zumindest ziemlich chefig aus. Dann werde ich mal mich ein bisschen bei dem einschleimen und heilen. So. Okay, this area looks secure. Spread out. Make sure we didn't miss anything. Crossroads, Point Yankee's under our control. East flank is secure. Over.
Roger that, Bravo 2-3. Stand by for further orders. Break, break! Crossroads, this is Charlie 2-3. We're under heavy fire on the outskirts of Pyrgos. Multiple casualties. We're pinned down! Requesting immediate support at our position. How copy? Over. Understood, Charlie 2-3. Stay put and stay alive. We have no air support available at this time. Diverting Bravo 2-3 to support you. Out. Bravo 2-3, I'm sending Charlie 2-2 to hold Point Yankee. Once they arrive, move to Charlie 2-3's position and provide support. How copy? Understood, Crossroads. Out. Ja. Okay, also wir haben unseren Auftrag erledigt und ich ziehe mich jetzt mal ganz explizit aus dieser Rechnung voll raus. Shit, Jerry, come in. This is Nikos. It's Kerry here. Go Mann, ahead. Was will der denn schon wieder? NATO is shelling Pyrgos. You need to stop it now. Are you sure? We're engaging greenback positions near the city. How copy? Listen to me. Yes, we are certain. NATO is hitting Pyrgos. You must do something. Copy that. Wait one. Okay, wenn's denn sein muss. Sir, we've got an FIA report that our fire support is targeting Pyrgos. Say again? There's been a mistake. Our guns are shelling the city. Ordnance is hitting civilian areas. Understood. Stand by. Crossroads, be advised. Our fire missions are striking civilian structures in Pyrgos. How copy? Oh, goddammit. Foxtrot 3, cease artillery fire. Out. Schöner Funkspruch. Ich frage mich an dieser Stelle gerade, dieser Nikos, der gehört jetzt ja zu dieser FIA. Das sind jetzt so diese Partisanen-Heinis. Und anstatt, dass die direkt mit dem Oberkommando der NATO kommunizieren, nehmen die jetzt immer mich. Egal, wer ich bin. Ob ich jetzt in so einer Einheit bin, ob ich eine andere Einheit führe, die funken immer mich an. Ich bin immer der Mittelsmann, ja? Womit habe ich eigentlich diese Ehre verdient? Ich will, dass sie mich endlich in Ruhe lassen. Ich will nur Karriere machen bei der NATO. Priority. Move in and support Charlie 2-3 ASAP. Copy that. Okay. Also das ist jetzt die Verstärkung von uns, ja? Und jetzt, was machen wir jetzt? Fahren wir jetzt mit dem, den Autos weiter oder mit den Helis? Vehicle, also wohl nicht mit den Helis, ne? Ich stell mich heute an. Glaub nicht, okay. Dann geht's weiter in dem Konvoi. Ja, Jungs, ja, hier, wir sind hier falsch. Hier. Falsch. Kommt mit. Ich denke mal, hier dürfen wir nicht mitfahren. Ja, offensichtlich nicht. Na, das ist aber so. Warum funken die immer mich an? Wieso läuft das alles über mich? Ich meine. Whatever. So, also. Fahren wir weiter. Mit Dr. Drehzahlmesser. Und jetzt sind wir da und müssen von Yankee aus zu X-Ray und dort helfen. Aha, fahren wir erstmal nach Osten und dann über Süden die Kurve da entlang. Na schön. Tja, also die Story ist ja nicht schlecht, ne? So schlecht ist sie ja nicht. Aber, sagen wir es mal so, die Standards in den letzten 15 Jahren, was Stories in Shootern angeht oder in anderen Titeln, die hat sich ja schon verändert. Also wir sind ja schon viel weiter. Also ich denke jetzt halt an die Auswahlmöglichkeiten aus Mass Effect oder Dragon Age. Ja, wo man eben der Gute oder der Böse sein kann. Guck mich nicht so an. Vater, guck nach vorne. Oder, naja, diese hart geskripteten, also echt brutal geskripteten Sachen aus anderen Shootern, wo... Move to grid 1, 7, 4, 1, 2, 6. Ja. Wo man eigentlich nur noch klicken muss, zum Beispiel in der Battlefield-Kampagne da, wo man diesen Jet-Einsatz hat, der ja wirklich schick inszeniert ist, aber wo man wirklich immer nur Linksklick machen muss oder E drücken oder was auch immer, also naja, also sie geben sich ja Mühe, das muss man ihr anrechnen. Crossroads to Nomad, Message. If you encounter Captain Miller or one of his teams, you are not authorized to provide assistance. How copy? Say again, sir? You will stay the hell away from those Brits and their Black Ops bullshit, Corporal! Do you understand? Okay. Affirmative, sir.
Good. Crossroads out. Dang, damn. Just what the hell are you doing here, Miller? Der Typ ist drauf. Ja, Miller ist jetzt also nicht mehr friendly, sondern unklar, ja. So, irgendwie Grauzone. Die wissen, wer er ist. Ich darf keinen Kontakt mit ihm haben. Ich darf ihn nicht anrufen. Ja, er ruft mich auch nicht mehr an. So viel zu unserer Bromance. Ich habe mir das anders vorgestellt. Na gut. So, jetzt sollen wir den anderen Einheiten hier helfen. Alles klar. Kein Klaus Air Support, keine Artillerie und dort wird scharf geschossen. Und ich habe keine Soundeffekte, außer dem Fahrer hier, der wie blöd auf dem Messbeutel rumhaut. Was machen die denn da? Einfach die Augen nach vorne. Einfach die Augen nach vorne, Carrie. Also wir sollen jetzt hier also eine Einheit dort befreien, retten oder unterstützen, weiß ich noch nicht so genau, und die müsste eigentlich schon gleich da sein. Ja. Nomad, we're near the cemetery. You're 11 o'clock. Copy that, Charlie 2-3. Moving in. Everyone, take up a position around the cemetery and for God's sake, keep your heads down. Carrie, form on me. Okay. Carrie, hold fire. Move up. I see movement. Rifleman, 100 meters right flank. Wo ist denn jetzt mein Leader eigentlich? Rifleman, 75 meters back. Aha, irgendwo im Westen. Na, zumindest jetzt hier auf dem GPS bekommen wir einen Hinweis, wo wir hin sollen. Ich meine, ich mag das ja auch nicht, wenn in solchen Shootern überall eingeblendet wird, wo man hinlaufen soll. Ich denke da an Skyrim oder Oblivion. Aber so ein bisschen Hilfe ist natürlich nicht schlecht. Oh shit, hier ist ja echt alles. Ich übersetze das mal eben. Also, die Typen sind hier unter Feuer, festgepinnt, Verluste und man soll wohl. Moment, da ist so ein Panzer, der blockiert das Ganze in der Stadt. Und unser Team soll. Ich korrigiere, ich und drei andere, wir sollen das jetzt angehen. Copy that, sir. You heard it, guys. On me. Let's move. Und liebe Kinder, das ist nicht normal, dass man sich auf solchen Entfernungen so einheizt. Das ist es auf jeden Fall nicht. So, wir sollen jetzt einen Panzer ausheben, der dort die Zufahrtsstraße wohl blockiert oder sowas in der Art. Ich muss mal rausfinden, wer jetzt hier hat. Man, hold fire. Footmobiles, 75 meters back. Engage at will. Form file. Fuck! It's getting strong. Nomad, come in, over. Everything's fine. Just a bit shaken up, sir. Over. Roger, out. Na, er hat sich Sorgen gemacht. Also gut, mein Team besteht aus einem Sanitäter. Zwei anderen Heinis. Aber das wird mehr oder weniger eine Ein-Mann-Show, so wie mein Bauchgefühl mir das jetzt verrät. Ja, in Wirklichkeit ist Ben Carey so eine Geheimwaffe der NATO. Aber entschuldigt mal, ich habe hier gerade. Also ich habe keine Probleme jetzt hier bei den FPS, aber später im Video werden da definitiv welche sein, weil das nur gerade 15 sind. Deswegen, wir müssen das mal eben hier ein bisschen. Ist nicht Reichweite 900, das ist so brutal. Ja, das liegt an. Ja, liegt an Arma, ja. Stadtgebiet, KI, Effekte ohne Ende. Also, da ist mein Rechner jetzt am Limit. In 2 Jahren kann ich es vielleicht nochmal flüssig versuchen. Aber gut, wir brauchen jetzt auch nicht so viel Sichtreichweite, denn das geht ja nur ums Dorf da hinten. Später passe ich das wieder an. Und ich denke mal, Ben Carey ist so eine Art Superklon, ja. So wie der sich jetzt. Also. So sowas wie so Hitman-mäßig.
gezüchtet in Rumänien. Und das Ganze ist jetzt ein Feldtest hier auf Altes, Stratis. Um rauszufinden, wie viel der Mann wirklich abkann. Ja, also wir sollen jetzt tatsächlich so eine Art Panzer oder sowas ausschalten. Und dass der sich jetzt in der Stadt auffällt, das ist natürlich... Ja, schwierig. Also der wird definitiv durch Infanterie geschützt, sonst hätten wir es ja schon selber gemacht. Aber ich denke mal, wenn wir den irgendwo an der Flanke packen und nicht über diesen Kampf, also nicht durch die Vordertür sozusagen, sondern hier vielleicht links flankieren, dann dürfen wir doch relativ ungesehen reinkommen, wenn die da jetzt nichts an den Seiten positioniert haben. Okay, gut, sieht frei aus. Meine Jungs kommen auch mit, schön. Stay low. Ah, hier kommt man nicht durch. Shit. Aber irgendwo dort im Nordosten soll mein Ziel sein. Zumindest wissen sie ja, wo das ist. Ich lasse sie jetzt einfach mal hier. Move right. Givens, move right. Taylor, move right. So. Und wenn ich jetzt von hier auf die Straße gucke, dann müsste sich mein Ziel rechts befinden. Aber wir gucken lieber nochmal nach links. Contact. Car, 100 meters. Ja, Carrie, ganz gefährlich, ein Auto. Ganz gefährlich. Ich glaube aber, dass... Oh. Ein Kuma. Ich glaube aber, dass dieser Panzer noch ein Tick gefährlicher ist. Tank, 75 meters, right. Sir, I've made visual contact with the tank. How copy? Understood. We need it neutralized. Wait one. Nomad, be advised. We've got artillery on standby. If needed, call it in. Over. Copy that. But what about the FIA? Over. Your call, Nomad. Over. Also mir geht es jetzt nicht um die FIA, aber ich würde ja wohl gerne hier die Stadt zerlegen. Scheiße, lass mich rein, lass mich rein! Oh Mann! Das war knapp. Ja. Sir, enemy tank is neutralized. Over. Good job, Carrie. Lehrbuch, stay put. We're advancing now. Out. Ich glaube, das war ein Motortreffer. Okay, gut. Und meine Jungs leben auch noch. Was soll man denn jetzt machen? Secure enemy position. Jetzt, wo wir schon mal da sind, wa? Return to formation. Welcome. So, machen wir uns mal vorsichtig um die Ecke. Moment, hier können wir auch rüber gucken. Ach man, jetzt ist genau dieses Gitter da im Weg. Deswegen, wir gucken mal hier so um die Ecke. Hinlegen und jetzt so durchrobben. Oh Mann, jetzt, das geht nicht. Oh. Oh. Naja, es muss ja auch irgendwo noch der Armor-Charakter da sein. So, jetzt aber. Tja, sieht gut aus. Ah, da haben wir noch zwei. Soldier, 100 meters front. Soldier, 75 meters front. Aber da die ja alle immer mindestens zwei Körperpanzertreffer verkraften, mache ich das lieber zu zweit. Ja. Standing by. I've got him. Target down. Standing by. Stay low. Was so ein gezielter Flankenangriff doch alles bewirken kann, ne? Schauen wir mal eben, was dort noch ist. Gar nichts. Mhm. Clear. Return to formation. Gut. Ja, alles klar. Dann müssen jetzt nur noch meine eigenen Jungs kommen. Mal eben schauen. Da ist alles frei, wenn da... Fuck.
Ein Hoch auf 762. Und jetzt weiter, 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 weiter. Sit rep. Grid 1-7-0-1-2-6. Gut, nochmal keine Verluste. Ungewöhnlich in meiner Umgebung. Sehr ungewöhnlich in meinem Schauen. Wir sollen uns hier follow, was? Area clear. Follow. Ist das jetzt dieser Boss? Ist das jetzt mein Anführer gewesen hier? Contact, Soldier. Ja, Carrie. Gut beobachtet. Ne, ich glaube, das ist tatsächlich mein Anführer, aber der wird mir wohl nicht viel helfen können. Move back. Deswegen, ich guck mal eben von oben. Enemy spotted. Car. 75 meters to the left. I've got a visual. Unknown contact. 100 meters to the left. Das ist doch das Panzerwrack, oder nicht? Tja, also diese Angaben mit Feindkontakten left, right, front oder ich weiß nicht. Es gibt Situationen in Arma, da, zumindest im Multiplayer, da macht es überhaupt keinen Sinn, einen Kompass rauszuholen und zu sagen, da und da ist der Gegner. Wenn man zum Beispiel, also wenn alle Spieler zum Beispiel in die gleiche Richtung gehen. Aber hier im Spiel sind fast alle Feindangaben unbrauchbar. Immer noch, leider. Was ist das denn jetzt hier? Okay, der ist tot. Ist das Fahrzeug da jetzt feindlich oder gehört das zu uns? Und was ist denn da hinten los? Fall back! Copy! There's an enemy. Machine gunner. 75 meters. Right flank. Was? Wo denn? Das Fahrzeug gehört nicht zu uns, oder? Einfach mal rüber jetzt. Oh shit! Oh shit! Wow! Ach du Scheiße, das ist ja noch ein Gegner! Mann, den habe ich ja ganz übersehen. Wieso haben die denn nicht geschossen? Und was ist das denn jetzt hier? Oh Mann, Leute. Mann, Leute! Wir ziehen uns jetzt hier zurück, wir kommentieren das nicht weiter, wir werden das jetzt nicht beurteilen. Es ist gut zu sehen, dass die Arma-Kampagne, das Arma überhaupt noch, so das darstellt, was es früher war. Ja, und damit entlasse ich euch in eure Freizeit. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und dass ihr die Mission mit mir geschafft habt. Es geht demnächst weiter. Bis denn und tschüss. Oh Gott.